Zwarte! Ja, die Mann, da ist richtig, 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 euer rechter Jux. Männer von mir sind wichtig, 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 wie der Hindel von dem Fuchs. Ich bin doch ein Fischer, Kerl, 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 von zu mir am Fett, Kerl, 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 von dem Mädelschutz, Kerl, 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 von zu mir am Fett, Kerl, 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 ich bin stolz auf schönen Mann, Mann, Mann. Hallo Max, ich bin hier, ich bin das Foto. Ja, mein das nicht. Sie daheim kennen den Max Müller natürlich eher als Michi Mohr. Seinesgleichen Polizeibeamter bei der ZDF-Serie Die Rosenheim gab es. Es gibt aber noch einen ganz anderen Max Müller. Und zwar den Max Müller, der als erfolgreicher Bariton auf vielen Bühnen begeistert. Sein letztes Programm, sein letztes Projekt, befasste sich mit Wolfgang Amadeus Mozart. Das genau. Es hat geheißen, ewig dein Mozart. Und jetzt ist ein neues Programm. Okay. Wie heißt dein neues Programm und was kann man dabei erleben? Also, das Programm heißt Achtung Nestheu. Mit dem Untertitel, das ist wunderbar, es ist alles uralt, nur in anderer Gestalt. Und der Nestheu, das ist, also ich sage immer ganz gern, der Nestheu ist eigentlich in Österreich und speziell in Wien das, was in Bayern der Karl Valentin ist. Und die Regisseurin und Ideengeberin von diesem Programm, die Frau Dr. Werner Fröhlich, hat eben die Idee gehabt, dass man erzähl selber. Ja, so einfach ist das ja gar nicht. Also angefangen hat es damit, dass der Max und ich schon viele Programme jemals gemacht haben und vor allem eigentlich mit dem Sänger Max Müller. Schon mischt natürlich mit dem hervorragenden Schauspieler, aber ich wollte einfach ein bisschen ihn ankratzen, dass er noch mehr singt. Und da habe ich eine große Fangemeinde, nicht nur als Michi Mohr, sondern eben auch als Sänger. Und da gibt es also viele Damen natürlich auch. Und da kam eine dieser Damen und hat zu mir gesagt, so schaut, dass der Max nie einen Nestroll spielt auf einer Theaterbühne. Und das hat sich dann bei mir einmal ein bisschen festgesetzt. Und dann haben wir diese beiden Damen, Karin und Doris Adam, die beide internationale Solistinnen, also Klavier und Geige sind, und die schon lange gesagt haben, ja, jetzt hast du ein bisschen Zeit, bis das den Dank und die Pension, mach ein Programm. Und plötzlich irgendwann einmal hat sich das bei mir, diese zwei festgesetzte Ideen, wir machen ein Nestroy-Programm, so mit Musik, ein bisschen auch aus dem Biedermeier, aber nicht nur, sondern mit passender Musik. Totale Dramaturgie, weil ich weiß nicht, dass ich jetzt mit Max gemeinsam gut kann. Da haben wir so unsere Dramaturgie-Nächte, da arbeiten wir damit. Und ja, und so ist eigentlich entstanden. Und eines hat mich nämlich noch bewogen, auch, dass das ist ideal. Weil der Nestor selber war auch ausgebildeter Sänger, war Bass, also tiefer als der Max. Und hat zum Beispiel Sarastro gesungen. Und Max ist Papageno. Und hat aber auch ein Hervorragender, hat immer seine Rolle selber gespielt in seinen Stücken. Also ein Stück hat der Max noch keine geschrieben, da müssen wir noch dazu reden. Das stimmt jetzt schon nicht. Aber diese Personalunion, Sänger, Schauspieler, die er der Rest hat, das hat mich auch gereizt. Aber doch, das ist doch eigentlich für den Max ein Vorbild fast. Ja. Der Lester war ja eigentlich fast noch berühmter als Sänger und als Sänger, ja. Besonders berühmt. Ja, der hat in ganz Deutschland hat er gesungen und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, du schreibst ja eigentlich ganz gute Sachen. Und dann ist eigentlich diese Seite von ihm eher zum Tragen gekommen, für die er eigentlich heute noch so berühmt ist. Also geschrieben hat und dann die Rollen immer auf sich selber geschrieben hat. Einen Gang hat, was wie eine Prozession, die aus einer einzigen Person besteht. Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Mir dürft einer 10 Millionen herlegen und sagen, ich sollte arm sein dafür. Ich nehm's nicht. Wenn die reichen Leute nicht wieder Reiche einladen, sondern arme Leute, so hätten wir alle genug zum Essen. Ja, zwei wunderbare Mitstreiterinnen, die Karin Adam und die Doris Adam, unsere Schwestern. Die Doris ist eine tolle Pianistin und die Karin spielt eigentlich die ganze Welt solistisch geil und die treten auch ein Duo auch. Und wir machen das zu dritt. Und die Idee von dem Ganzen ist gewesen, dass man jetzt nicht ein Konzert macht, wo man sagt, man kommt auf die Bühne, guten Abend, meine Damen und Herren, so, überhaupt nicht, sondern es ist eine Probensituation. Also wir kommen hier, wir sind jetzt schon an Ort und Stelle im Kucker, wir kommen da also raus und da steht das Autschen. Ja, genau, es regnet eigentlich und es wird noch Saallicht irgendwo sein. Ne? Also, da sind Leute, grüß euch. Und ich komme mit so einem Stapel Bücher und die Doris kommt mit ihren Noten, die Karin kommt mit der Geige. Und
Karin fängt an Geige zu stimmen und die Doris vertritt die Noten, ich schaue, was ich an Büchern dabei habe. Und auf einmal entsteht da was, halt ein Theaterstück. Dann spielen wir zwar zusammen ein Stück von Beethoven, also berühmtes das Beethoven-Minuett. Währenddessen gehe ich so auf und ab und denke so nach und memoriere halt den Text von dem ersten Monolog, der da neben zu sprechen sein wird. Und dann sind wir fertig und sagen, Armut ist gewiss das Schrecklichste. Mir liefert einer 10 Millionen hernehmen und sagen, ich sollte arm sein dafür. Ich nehme es nicht. Und in diese Art geht es so weiter, da kommt der Couplet, dann spielen wir die Demos und wir tauchen dann einfach wieder so ganz für uns und so weiter, wir kruseln auf der Bühne und dann kommt das nächste Stück und so. Also das Publikum ist eigentlich Zeuge einer Probe. Und so ist der ganze Ort. Wir haben da drei Inseln, das kannst du vielleicht auch einer sagen. Ne? Das ist einmal die Insel Max. Das ist ein großes Ohrenverbühl, das ist ein Kindersessel und ein Kleiderständer eigentlich. Das ist der Max. Das ist die eine Insel. Dann ist in der Mitte das Klavier mit der Pianistin und die Geigerin. Und dann haben wir die Insel der Probensituation. Tisch, Sessel, Kaffeekandel, Strickzeug, die Strickzeugmeldung und so. Also dass man wirklich das Gefühl hat, ja, dann rufen sie eigentlich gar nicht zu und stricken und dann kommt der Max aber plötzlich hin und dann reden sie wieder mit ihm am Nestroy. Also es ist, das geht immer so ineinander über. Ne? Ja, Publikum muss mitsingen, bitte. Ganz sehr. Zum Schluss, ja. Ganz zum Schluss, bitte ja. Jetzt schon einsingen. Auf Konzerte damit gehst. Was ist das so besonders an der Wiese? Ja, es ist also wirklich irgendwo diese Kombination, die dieser Mann auch heute, auch wenn er schon ja, weit über 100 Jahre tot ist, irgendwie ausstrahlt. Du merkst, er hat wirklich für Schauspieler geschrieben, also für sich selber geschrieben. Diese Couplets, diese Lirren sind unglaublich gesanglich, also die singen sich sehr angenehm. Also es ist also Sie hören sich auch sehr angenehm. Das ist ja wichtiger. Und dann ist es natürlich eine Literatur, die natürlich für die damalige Zeit aktuell geschrieben wurde. Ja. Nestor war ja auch oft eingesperrt, zum Beispiel, weil er so viele Songs gegen die Zensur geschrieben hat. Ja. Aber das, was er geschrieben hat, ist auch heute noch hochaktuell. Und das gekoppelt mit einem derartigen Wortwitz und einer scharfen Zunge. Und wird man das Ärgste, was im Lebenslauf an Menschen passieren kann, sie hängen eher auf. Ich bin mir sicher, dass du mit deiner Ernsthaftigkeit und dem Witz, wo es optimal dazu eigentlich passt, die Leute mit Nestroy begeistern kannst. Aber schön. Ich glaube, dass im Endeffekt der Orne oder der andere mit Nestroy jetzt nicht unbedingt die kleinen Posten mit anfangen kann. Und darum kann ich wirklich bitten, sagt unsere Zuschauer, wie geht's? Also, noch ein Konzert, noch ein Theaterkonzert, sagen wir immer, können alle damit was anfangen. Das ja, aber wir machen eine kleine Kostprobe, gell? Bitte. Sie ist alles uralt, nur in andere Gestalt. Er reden Sie hinein, Sie seufzt aus sich heraus, das ist Liebe. Man braucht ja nichts als Liebe. Und alles mögliche andere, dann ist die Erde ein Paradies. Sie ist zwar nicht jung, aber schön ist sie auch nicht. Hat man Unrecht, wenn man von den Männern was Böses denkt? Ja, einmal vielleicht, aber 99 Mal hat man Recht. Die Ehen werden im Himmel geschlossen. Darum braucht der Ehestand auch seine überirdische Geduld. Verheiratete seufzen immer tiefer als die Ledigen. Ich könnte aus der Haut werden vor Freude, aber ich bin zu dick, ich komme nicht heraus. Ja, das ist der Hauptfehler von der Linken und von der Rechten, dass nichts vorwärts geht. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Es weiß aber oft auch die Rechte nicht, was die Linke tut. Und es wird am besten dadurch erreicht, wenn beide Teile gar nichts tun. Ja, Max, schon in kurzer Zeit bist du da im Kuckuck in Rosenheim.
und präsentiert ein modernes Programm, wo wir jetzt ein bisschen was gehört haben. Wann und wo? Haben wir schon gesagt, aber wann? Wann? 20 Uhr. Danke, Frau Professor. 28. Oktober 2011, hier in Kuko. 20.00. Lebt's vorbei. Meinst du, schaut aus, kriegt ihr noch 2-3 Karten? Das kann schon sein. Ich habe ich gehört, oder? Auch in der Kartenbüro, in der Kartenkasse. Ausstieg ist das Internet,